du dir vorstellst, Elise, wie herrlich es wäre, einem geliebten Menschen das Leben zu erleichtern. Diskret und taktvoll ein klein wenig zu dem bescheidenen Unterhalt einer so anständigen Familie beizutragen. Dann wirst du verstehen, wie schwer es mich trifft, nicht imstande zu sein, einem so liebenswerten Menschen auch nur den kleinsten Beweis meiner Zuneigung zu geben, nur weil mein Vater so entsetzlich geizig ist. Ihr zwei habt die Aufgabe, die Gläser zu spülen und nachzuschenken, aber nur, wenn wirklich jemand Durst hat. Nicht so wie einige aufdringliche Diener, die er zum Trinken nötigt, obwohl man gar nicht trinken will. Ihr müsst mehrmals warten, bis man euch ruft. Und immer hübsch Wasser dazugeben. Ja, ja, der pure Wein steigt zu Kopf. Drehen Sie sich bitte einmal um. Bitte. Nein, einfach herrlich. Ich möchte auch wissen, wozu diese Bänder gut sein sollen. Lassen wir alles andere. Aber Bänder, Bänder von oben bis unten. Als ob man eine Hose nicht auch mit Nadeln befestigen könnte. Und natürlich wird auch noch Geld für eine Perücke herausgeworfen, obwohl man eigenes Haar hat, das nichts kostet. Ich wette, du trägst mindestens 200 Louis d'Or an dir herum. Die bringen im Jahr 18 Francs zu und 8 Centimes bei nur 8,5% Verzinsung. Wenn ich sie heiraten, ihn doch nur unter der Bedingung, dass er sie bald zur Witwe macht. Das kommt in den Ehevertrag hinein. Wäre ja unverschämt, wenn der Welt nicht bald Ade sagt. Oh, da ist es schon nicht besser.